Auf Schießen bringt nichts. Ich habe Granaten. Warte mal. I catch a grenade for ya. Keine Ahnung, was das für Granaten sind. Keine, die Schaden machen. Der Weg ist frei. Komm zu dir. Kann looten? Yeah. Komm dann gleich, Panam. Das ist doch bestimmt ein Moment, oder? Mach die Tür auf. Ich gebe dir Deckung. Ja, warte. Warte, die war hier nicht in dem Auto-Loot? Habe ich nicht erst... Ja, hier... Oder ist da drin? Gib mir Loot! Ich schlitter einfach drüber. Oha. Und hier hinten. So. Was hier? Ah, es ist drin. Oh, hier, was hier passiert? Hier ist ja noch richtig viel. Hm, da sind Leute drin, auf jeden Fall. Wie man auf der Minimap sieht. Los, zurück! Zurück! Waffen fallen lassen, sonst schieße ich! Nochmal! Waffen fallen lassen! Sofort! Siehst du nicht, in welcher Scheiße du steckst? Wenn du abdrückst, frisst du keine Sekunde später selbst Blei. Wenn ich ihn gehen lasse, dann auch! Panam! Schnauze! Hör zu! Du bist uns scheißegal! Lass ihn gehen und sag mir nur, wo euer Passagier ist. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben! Niemals! Der lügt! Du weißt es nicht oder du willst es nicht sagen? Lass mich die Systeme wieder zum Laufen bringen! Ich funk die Einheit an. Wir reden, Panam, aber nur... Du erinnerst dich an den Cowboy, oder? Fuck! Panam! Oh, scheiße. Panam! Geht's dir gut? Nur ein paar Kratzer. Verdammten Idioten! Du wurdest getroffen? Halt durch, Kleine. Ich seh's mir an. Kannst du bitte aufhören zu brennen? Wir konnten nicht zurück, Panam. Da hinten ist Loot. Wir haben sich neu formiert, Raketen und so einen Scheiß geschossen. Ich hab alle verloren. Alle? Skopje, ist der hier? Mitch? Mitch! Es geht dir doch gut, Anna, oder? Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Nein! Nein! Bist du dir sicher? Nein! Wir machen ja noch Am Vorwürfe. Ende fügt sich alles, Panam. Alles. Scorpion und deine Leute. Tut mir leid, dass wir nicht eher hier waren. Das waren gute Menschen. Die Besten. Sie hätten hier nicht sterben müssen. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Ich hab's versucht. Er hätte auf dich auch nicht gehört. So war er schon immer. Verdammter Sturkopf. Ich nehme mal an, ihr wart für den AV hier draußen. Die Frage ist bloß, warum? Das sieht so anders aus. Bist du in irgendeinem Kopf oder bist du als... Ich bin als ich unterwegs. Wir sind in Badlands. Machen gerade die Panam-Story weiter. Und... Ja. Ich habe nur Johnny im Kopf.
Für Lu tut sie alles sogar durchs Feuer gehen? Ja. Ich habe aber abgewogen, ob ich jetzt durchs Feuer gehe für den Loot oder nicht. Und hab's dann doch gemacht. Warum seid ihr direkt zum AV? Habt ihr die Kennzeichnung nicht gesehen? Wir haben gesehen, dass er beschädigt war und wo er abstürzen würde. Nicht, dass er Kang Tao gehört. Ich dachte, die Leute brauchen vielleicht Hilfe. Und schlimmstenfalls gibt es was zu plündern. Hab mich ganz schön geirrt. Alles okay? Brauchst du irgendwas? Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Tut mir leid um eure Leute, aber ich muss weiter. Ich brauche den Mann, der im AV war. Weißt du irgendwas? Hast du was gesehen? Wir haben ihn mitgenommen. In unseren Autos. Wohin? Nach Westen. Kleine Einheit. Der Geleitschutz des Passagiers. Sie wollen sicher die Zentrale erreichen. Also habt ihr den elektromagnetischen Impuls ausgelöst? Ja. Wir wollten euch warnen. Hatten aber keine Verbindung. Wenn sie eure Autos genommen haben, können wir den Reifenspuren folgen. Panam, hör zu. Ich weiß es gerade schlecht, aber ich brauche Hellmann. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ich halte immer mein Wort. Mitch, ich werde diese Hurensöhne kriegen. Ich schwöre. Geh. Ich ruf die Crew, um hier aufzuräumen. Wir lassen dir mein Auto hier, zur Sicherheit. Aber Vorsicht, das Geschütz klemmt manchmal. Wir nehmen die Motorräder. Klingt gut. Kang Tao hat den Kontakt zum AV verloren. Sicher suchen sie nach ihm. Beeilt euch. Aber Panam... Was? Du kommst zurück für deinen Thorn, oder? Versprochen. Dann mal los, bevor das Rettungskommando kommt. Sie geht zurück zu ihrem Clan. Irgendwann. Dann mal los, bevor das Scorpion Rettungskommando und die kommt. Anderen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ehrlich. Ich helfe dir, dich an Kang Tao zu rächen. Ich werde sie vernichten wie... Bis auf den letzten Schuss. Wir stecken hier zusammen drin. Bis zum bitteren Ende. Weißt du was, wie? Du bist in Ordnung. Du hast mir mit Nash geholfen, mit Mitch. Ich weiß, ich stehe in deiner Schuld. Deinen Hellmann. Ich werde ihn finden. Aha. Also willst du nur nicht, dass ich bei dir in der Schuld stehe? Nein. Nomaden stehen füreinander ein. Aha. Bin ich jetzt eine von euch? Du bist drin, wie? Los. Hoffentlich sind sie nicht weit gekommen. Werden wir sehen. Die Reifenspuren fangen hier an. Folgen wir ihnen. Hat das gerade in-game gepiept? Wartet mal, ich muss noch kurz meinen Taskmanager öffnen. Nicht, dass mein PC piept, weil irgendwas kaputt geht und so. Aber okay, GPU sieht okay aus. Die ist es zumindest schon mal nicht. Julia, wie war dein Tag? Ich hoffe, für einen Montag angenehm. Also, oder so. Ja, wie soll ich das besser ausdrücken? So angenehm, wie es geht? Ja, die waren hier. Dann nichts wie hinterher. Scorpion wusste, dass ich Leute. Wow, du bist plötzlich vor mir. So gut kannte er dich? Wahrscheinlich besser als ich mich selbst. Er meinte, sobald ich die Stadt satt habe, decken wir uns mit Kibbel ein. Wir füllen ein paar Thermoskannen mit Kaffee und Whisky. Und dann fahren wir einfach los. Weg von allem. Klingt nach einem echten Abenteuer. Nein. Ach, schade. Hey, ich weiß. Warum habe ich eigentlich... Du lebst. Und du musst noch ein paar Sachen regeln. In der Tat. Ich muss sagen, ich war halt auf Arbeit auch tatsächlich stark genervt. Susi hat's abbekommen. Also heute hat mich auch aufgeregt auf Arbeit. Aber ich bin auch froh, dass der erste Tag ohne Teamleitung rum ist und noch keine Katastrophe passiert ist. Wir haben sie gleich klein!
kommt, verstanden? Feuer! Verdammt, neu aufstellen! Los, wie holen wir sie uns? In die Tange! Von wo schießen die? Na komm raus! Ja, heil dich. So schnell werdet ihr uns nicht los! Feuer! Sparta! Panam! Vorsicht, ein Scharfschütze! Warte. Da ist ja noch ein Geschützturm. Ja, verdammt! Macht sie kalt! Keine Gnade! Oh, das ist wieder so einer, der hin und her springt, ne? Na los, ihr Schlappschwänze! Nehmt sie in die Zange! Verstanden! Heil dich doch nicht! Feuer! Wir haben schwere Verluste! Los, wie holen wir sie uns? Du siehst... Booyah! Was für eine Show! So! Sie ist das waren alle. Das waren nicht alle, Panam. Panam, das waren alle. Und dann kommt der Dude hier um die Ecke. Wenn für nichts Zeit ist, aber fürs Looten. Ich fahr Motorrad. So. Die IT hat uns am Wochenende ein Update eingespielt. Bei uns tatsächlich auch. Was ich ja grundsätzlich verstehen kann, da arbeitet halt keiner, also blockiert niemand die Fachanwendung. Aber diesmal gab es bei den biometrischen Daten ein Update und natürlich hatte ich heute richtig viele Termine. Überraschenderweise ging es aber den Vormittag. Ich war rechtzeitig da, um mir die Neuerungen anzugucken. Nachmittags hatte ich dann plötzlich bei einem afghanischen Mädchen Foto und Fingerabdrücke von einem Mann mittleren Alters drin. Die Familie fand es lustig, ich nicht so. Ja, okay. Konnte das wenigstens gefixt werden noch irgendwie? Oder konntest du es jetzt erstmal nur melden? Also bei uns war tatsächlich auch übers Wochenende Serverwartung und Updates und sowas alles. Ich habe auch das Gefühl gehabt, mein PC war heute ultra langsam, aber gut, das ist dann auch nicht mein Problem, wenn ich nicht schneller kann, selbst wenn ich wollte. Warum ist eigentlich Musik an? Moment! Ich muss erst absteigen! Hallo? Das werden die bereuen. Der Rest muss Hellmann mitgenommen haben. Wenn sie es schaffen, sich neu zu formieren und Hilfe zu rufen, sind wir am Arsch. Dann sollten wir uns beeilen. Was ist hier eigentlich drin? Loot? Riesenhalle, hier ist ja bestimmt Loot drin. Show me your Loot. Ihr habt echt kein Loot. Nix. Da wieder ein Splitter, den wir nicht lesen. Aber wir könnten ihn lesen.
Okay, es ist langweilig, hier ist nichts. Ab aufs Motorrad, weiter geht's. Wir haben herausgefunden, dass die Daten älter waren und meine Kollegin den gerade in Bearbeitung hatte. Sie wollte einen Pass für ihn beantragen und hat nur Fehlermeldungen bekommen. Sie wollte gerade zur Chefin, da kam meine Kollegin. Steht sie dahinter und sagt, mach mal, ich guck zu. System so, nee, ich habe Angst vor Frau K., ich mach mal, was ich soll. Wow. So ist das aber, Vorführeffekt, ne? Aber ich muss sagen, ich habe heute auf Arbeit einen Fehler gefunden. Ich meine, wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler. Ich habe aber einen Fehler gefunden, der unserer Firma sehr viel Geld spart. Und das macht mich ein bisschen stolz. Beziehungsweise, was heißt sehr viel Geld sparen? Wir müssen halt dann jetzt bei der Bestellung nicht drauflegen. Sagen wir es mal so. Ja, das war auch wirklich alles ein super dummer Zufall. So blöd kann man gar nicht denken, wie ich das irgendwie gefunden habe, aber ich habe es gefunden. Und ja. Es muss dann morgen von den Kollegen nur noch korrigiert werden und dann ist alles gut. Ich finde deine Spielart sympathisch. Für Loot mache ich alles ja immer, in jedem Spiel. Ich muss ja auch in jedem Spiel testen, ob man überladen sein kann. Ein paar sind an der Landebahn geblieben. Der Rest ist mit Hellmann mit. Hätte ich auch getan. Sie wollen ihre Leute rufen. Das Letzte, was sie wollen, ist nur eine Verstärkung durch die Wüste zu fahren. Ich hoffe, Mitch hat die alte Kaldos kontaktiert. Das ist eine Störung. Sicher sind sie unterwegs zu ihm. Keine Sorge. Weißt du was? Was denn? Das hier ist mein Weg. Diese Spuren führen den Hügel hoch zu einer alten Tankstelle. Wahrscheinlich halten sie Hellmann dort fest. Was sind Menschen? Das sind diese seltsamen Wesen, die dir zum Beispiel im Supermarkt immer entgegenkommen. Okay, ich gebe dir Deckung. Oh. Drohnen, Patrouillen. Die haben sich hier eingebunkert. Verstehe. Dann muss Hellmann hier irgendwo sein. Aber wie sieh mal. Zapfsäulen sind gut in Schuss. So sieht kein verlassener Ort aus. Sie haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Finden wir ja bald raus. Du bist nicht überladen, sondern hast du viel Rüstung an. Oder so. Kann ich die Drohnen ausschalten? Können wir bitte eine Waffe ziehen? Danke. Hier kommt ihr nicht lebend raus, ihr Hurensöhne! Na los, auf sie! Warte, was? Von da oben? Scharfschütze! Stopp! Bleib bei mir, wie? Stopp! Das ist gemein. Dem Aufsatz funktioniert. Ja, genau, fein um. Aua! Feuer! Feuer! Junge!
Oh, ich hänge. Leben bleiben. Ich darf doch jetzt nicht das erste Mal sterben. Wo kommen wir denn da hin? Ganz schön Aua. Hört doch mal auf. Warum lebt der immer noch? Stopp. Ich bin tatsächlich das erste Mal gestorben. Chat, ich bin das erste Mal gestorben. Okay, ich muss mir einen besseren Spot suchen, wo ich Deckung habe. Okay. Ich gebe dir Deckung. Ja, hast mir super Deckung gegeben. Kann ich nicht anders sagen. Patrouillen. Die haben sich hier eingebunkert. Verstehe. Nee. Dann muss Hellmann hier irgendwo sein. Ich bin einmal. Die Zapfsäulen sind gut in Schuss. In einer Cutscene gestorben, so würde ich das sagen. Vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Weil ich nicht geantwortet habe. Aber sonst bin ich hier noch nicht gestorben. Ich bin bei Assassin's Creed letztens einmal gestorben, was auch mein erstes Mal war. Bei Assassin's Creed bin ich super blöd, im Wasser gestorben. Ich meine, ist ja jetzt nicht schlimm, im Spiel mal zu sterben. Aber ich bin trotzdem irgendwie stolz drauf, dass ich jetzt erst nach, ich weiß nicht, wie viele Stunden haben wir jetzt gespielt? Sehr viele Autos, auf jeden Fall schon. Nomaden. Die kenne ich. Bin vom Clan. Schmeißen wir schon wieder irgendein Zeug hier hoch. Warte, da oben ist noch ein Snipey. Wo? Ich hänge am Busch. Ich hab den die ganze Zeit nicht gesehen. Na los, ihr Schlafschwänze! Ich möchte den Snipey anvisieren, Spiel. Da oben ist diesmal keiner. Wo schießen die? Scharfschütze! Hallo! Also, so wird das nix, ne? Wo sind die alle? Wir haben sie gleich.
Ich sehe da so viele rote. Pfeile. Ich habe keine Ahnung, wo, ob hier noch Sniper. Ich sehe gar nichts. Seht ihr irgendwas, Chat? Ich würde halt gern warten wollen. Von wo? Na los, ihr Schnappschwänze! Ich würde gern warten wollen, bis ich wieder alle Heilung habe und so. Der Snipey ist dort immer noch. Wieso kann ich nicht ranzoomen? Ich will nicht die Kamera. Oh, Spiel. Du gehörst mir! Ja, ich weiß Panam, aber ich finde ihn nicht. Schießen die einfach durch das geschlossene Tor? Echt jetzt? So schnell werdet ihr uns nicht los! Der hat sich wieder geheilt, der Dude. Das Ding ist, ich sehe den Typ halt nicht mal. Wir haben sie gleich klein. Vorsicht, dein Scharfschütze! Wir warten mal einen kurzen Moment.